Mein Name ist Daniel. Ich bin der Typ, der die Idee hatte von einem europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich saß im Flugzeug nach Paris und neben mir saß eine Polin, Monika. Und wir waren beide auf dem Weg in Urlaub, haben uns so ganz nett unterhalten. Irgendwann kamen wir eben auch auf Politik. Und das wurde dann sehr schnell sehr schwierig, weil wir gemerkt haben, dass wir überhaupt von komplett und wir reden zwar über das gleiche Thema, aber irgendwie haben wir konnten mit der Perspektive des anderen irgendwie nicht so richtig was anfangen und das auch nicht richtig einordnen. Und wir hatten irgendwie ganz andere Fakten im Hintergrund. Gar nicht so sehr, dass sie sich widersprochen haben, aber es waren einfach andere. Und das kam eben unerwartet und das Gespräch war sehr interessant. Aber man hat halt auch gemerkt, dass es halt unglaublich schwierig ist, darüber zu diskutieren, wenn man keine gemeinsame Grundlage hat. Mir kam eben diese Idee von einem gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die Idee ist dann irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf gereift, aber ich wusste nicht so richtig, wohin damit. Und durch Zufall bin ich dann auf DIP gestoßen. Und das hat dann immer noch ein bisschen gedauert, bis ich mal Zeit hatte, an einem grauen Novembertag, die Idee in ein paar Sätzen zusammenzuschreiben. Hab die dann eben auf den Marktplatz gestellt und daraus ist jetzt die Initiative geworden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich mit euch diskutieren könnte. Und das Ganze findet statt am 15. Juni um 19 Uhr im Europäischen Haus unter den Linden 78, direkt am Brandenburger Tor.